Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Let's Play Double Time und zu einem der Minecraft Tutorial Erklärvideos. In diesem Video geht es konkret darum, wie man sich denn ein Häuschen baut, wie man dieses plant, was man dazu braucht und was man am Anfang machen sollte. Wie ihr hier schon in den etwas verschnellerten, in Double Time gehaltenen Aufnahmen seht, sollte eure erste Aufgabe sein, auf jeden Fall schon mal Holz zu holen, denn mit Holz macht ihr euer Crafting Table und die ersten Werkzeuge. Wir bauen uns hier in diesem, wie plane ich ein Haus-Tutorial, eine Holzhütte. Dazu brauchen wir natürlich recht viel Holz. Ein bisschen Holz werden wir in der Ursprungsform belassen. Das Ganze soll nämlich am Ende an ein Fachwerkshaus erinnern. Hier habt ihr einen kleinen Plan. Nicht das große Haus, also das unten rechts ist es. Nicht das große Haus beachten, das ist im nächsten Video dran, wenn wir eben ein etwas größeres Haus machen. Hier seht ihr, habt ihr den Anfang, den Plan nochmal mit. Dach, das Ganze wird so ähnlich aussehen. Ich lege gerade die Stützpfeiler hin in der Ecke. Das Ganze ist auf 6x7 Felder ausgeweitet. Das heißt, die kurzen Seiten sind natürlich 6, unglaublich, und die langen 7 hätten die Zahlen jetzt ja auch nicht gezählt. Jo, das Ganze eben an ein Fachwerkshaus ein bisschen erinnert, deswegen wird das normale Holz verwendet und auch noch eben, wie gesagt, das Holz in der Standardvariante, da das eben für die Balken sozusagen sehr gut kommt. Das, was man halt eben am Anfang machen muss, ist halt schon eben sehr, sehr viel Holz klopfen, weil wir brauchen es ja für Türen, für Kisten, für alles eigentlich. Das Dach realisiere ich, habt ihr ja vorhin schon gesehen, dass ich sie gemacht habe und vielleicht auch gewundert, wieso macht man so viele Treppen. Ah, hier sehen wir eine kleine Komfortfunktion. Und die Treppen sind für das Dach angedacht, damit wir eben ein abgeschrägtes Dach haben. 3 Felder soll das Ganze groß sein, damit man dann sich auch bewegen kann. An der Seite eben, dann kommt die Zwischendecke und dann fängt man eben auch schon mit der Schräge gleich an. Natürlich, das Ganze dauert schon 1 bis 2 Tage in Minecraft, bis man, sag mal, so weit die ganzen Baumressourcen hat. Hier sind eben die angesprochenen Treppenstufen, die halt, wenn man das Dach vorher entsprechend präpariert, das Ganze wirklich häuslich machen. Natürlich braucht man einen Haufen davon. Ich habe hier das Ganze mit einem kleinen Schornstein garniert. Ich finde, solche Holzhütten, die brauchen unbedingt einen Schornstein. Ja, man verbaut sich auch mal gerne. Aber wie gesagt, innerhalb von ein paar Minuten habt ihr das Ganze eigentlich fertig. Ja, ich habe hier auch ein bisschen Sand geholt, denn ich wollte das Ganze fertig machen und gleich schön wohnlich, heimelig. Bett dürft ihr nicht vergessen, Bett ist ganz, ganz wichtig. Und ja, Sand für die Fenster habe ich geholt. Ja, Kohle ist wichtig, ihr braucht ja Fackeln etc. Das heißt, ich habe hier eben ein paar Minuten länger gebraucht, bis ich halt hier im Felsen im Grunde genommen das Kohlevorkommen gefunden hatte, was auch gleich mir im Grunde genommen 33 Kohle beschert hat und damit genug Fackeln zu machen. Das ist das Häuschen. Innerhalb von einer halben Stunde locker ohne Probleme machbar. Ihr habt alles drin, was ihr braucht. Ich hoffe, dieses Video hat euch Spaß gemacht. Ihr habt einen kleinen Einblick, wie man Einfachhäuser plant in Minecraft und sie realisiert. Und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch, falls ihr das Video als hilfreich empfunden habt. Und würde mich natürlich noch viel mehr über ein Abo freuen. Und erst recht, wenn ihr beim nächsten Minecraft-Tutorial-Video, nämlich wir bauen ein Haus Teil 2, etwas größer, wieder einschaltet. Und bis dahin wünscht euch euer Kaneloni einen schönen Abend und YouTube bleibt wie du bist.